Hallo, kommt rein. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Es ist endlich soweit nach 3 Wochen. Ja, mittlerweile wohne 3 Wochen schon hier. Habe ich es auch mal geschafft, die Roomtour aufzunehmen oder nehme sie halt jetzt auf. Zu der Wohnung. Es ist eine 2,5-Zimmer-Wohnung, Dachgeschoss. 60 Quadratmeter haben wir. Keller, Dachboden, Waschkeller und Garage gehören da mit dazu. Aber ich will gar nicht so viel darüber reden. Ihr dreht euch einfach mal um und dann fangen wir an mit dem Wohnzimmer. So, hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Wie ihr seht, ein Sofa, aber das Sofa soll noch ausgetauscht werden. Das ist noch unser altes und hier soll das hin. Ich hoffe, dass jetzt das Bild reinkommt. Wenn ihr hier weiter reinkommt ins Wohnzimmer und euch mal umdreht, seht ihr unser Couchtisch. Das war der einfachste von Ikea und dann unser schönes Lowboard mit unserem Fernseher. Bei dem Lowboard handelt es sich um ein selbstgeschreinertes von dem Vater meiner Freundin. Wir sind eigentlich ganz glücklich damit, weil das passt zu uns und uns gefällt es. Und es tut seinen Zweck, sagen wir es mal so. Was haben wir noch hier im Wohnzimmer? Wir haben eine kleine Schrankwand uns hingestellt, einfach die Gläser da zu haben. Und wenn ihr näher kommt, ist hier unsere kleine Reiseecke, weil ich ja eigentlich auch Reisevlogs machen wollte. Vielleicht kommen dies ja noch welche, mal sehen. Das sind einfach so Sachen wie Andenken an Südafrika, Argentinien und Malaysia. Mehr auch nicht. Ja. Dann gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir in unserer Küche. Ja, in unserer Küche. Ihr seht nicht sonderlich groß, okay, der Raum, der geht für eine Küche, aber unsere Küchenzeile. Aber hier die kleine mit unserer Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kaffeekapseln. Sehr wichtig, jeden Morgen wach zu werden. Dann unser kleiner Esstisch. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe einen Esstisch mit 4 Stühlen, den wir da hingestellt haben. Und hier unsere hauptsächliche Küchenzeile mit einer Spülmaschine, keine Waschmaschine, sondern Spülmaschine. Integriert ist echt gut, weil davor hatten wir keine und es war echt irgendein Ätzen und wir sind echt glücklich über dieses Teil. Wie ihr hier seht, haben wir eine Herdplatte auf unsere Herdplatte gestellt. Aus dem Grund, da die obere Herdplatte eine Induktionsplatte ist, die untere ist ein Ceran-Kochfeld und wir einfach die letzten Monate schon auf Induktion gekocht hatten oder haben und wir das einfach beibehalten wollten. Deswegen haben wir uns die Induktionsplatte da drauf gestellt. Eventuell tauschen wir irgendwann die untere Platte aus. Aber das schauen wir mal. Ja, das war's. Gehen wir mal weiter. Wenn wir vorher aus der Küche hier reinkommen, kommen wir in unser Arbeitszimmer. Ihr könnt mal vorgehen. So, hier ist unser Arbeitszimmer. Hier an dem Arbeitsplatz arbeite ich meistens, wenn ich die Videos produziere oder auch im Homeoffice, wie ihr ja in dem Video davor schon gesehen habt. Ja. Ist halt wie eine Arbeitsplatte eingerichtet, alles was man braucht, ein paar Deko-Sachen, dass es auch ein bisschen freundlicher aussieht. Und wenn ihr euch mal wieder umdreht, seht ihr unsere kleine Ecke mit Ordnern, Büchern, Dekoartikeln, alles was man so braucht. Dort sind auch irgendwo um die Ecke, wenn ihr da schaut, in dem Schrank noch die ganzen Filmmaterialien versteckt, die ich mittlerweile alle benutze und habe. Und hinter euch ist noch eine kleine Ecke, wo paar Sachen verstaut sind, wie Rucksäcke und sowas. Ja. Dann gehen wir weiter ins Bad. Los. So. Unser Bad befindet sich hier hinten in der Wohnung. Wir sind super zufrieden mit dem Bad, weil es einfach vor 3 Jahren saniert wurde, das Bad oder die ganze Wohnung. Und dann in dem Zuge kam auch ein neues Bad rein. Wir haben schöne dunkle Fliesen hier im Bad und kein 80er Bad, wie es in vielen anderen Wohnungen der Fall war. Sanitäreinrichtung, alles ist neu. Und man fühlt sich echt wohl. Es ist einfach kein altes Bad, wie man es zuvor bei vielen Besichtigungen hatte. Wie ihr seht, da oben fehlt noch eine Lampe, die müssen wir auch noch hier reinbringen. Das sind noch so die Kleinigkeiten, die fehlen. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen und zu zeigen. Wenn man das Bad dann zumacht, kommen wir hier hinter in unsere kleine Abstellkammer, die ist eigentlich riesig für eine Abstellkammer. Wenn man hier reinschaut, da haben wir eine Kommode hereingestellt, ein paar Regale, um da einfach noch ein paar Küchenutensilien, Schuhe zu lagern, unsere Jacken. Und hier hinten in der Ecke unsere Schmutterecke mit Staubsauger, Werkzeug und Putzmaterialien. Ja,
und wir haben immer noch Platz hier in dem Raum. Und wenn ihr jetzt einmal nach oben schaut, da seht ihr unseren Eingang aufs Dach, aber da gehen wir eher seltener hin, einfach aus dem Grund, da es da einfach mega warm ist und wir auch nichts im Lagern haben, was wir da oben hin tun könnten, weil wir haben ja auch noch einen Keller. Ja. Dann gehen wir weiter. Wir kommen im Schlafzimmer. Lass auch reinkommen. Hier ist unser Schlafzimmer. Ein relativ großer Raum im Gegensatz zu dem, was wir davor hatten. Uns gefällt es, weil es auch immer schön hell ist und morgens die Sonne hier in den Raum reinkommt. Heute leider nicht, weil das Wetter einfach nicht so gut ist. Aber trotzdem hell. Hier sieht man einfach unseren großen Kleiderschrank. Den mussten wir zum Glück nicht hier hochschaffen. Den haben wir von einem Vormieter übernommen. Er ist mega groß, praktisch und wie wir herausgefunden haben, glaube ich auch eine ziemlich gute Qualität. Uns gefällt er auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt in die Ecke nach da hinten geht, dann können wir uns auch mal hier kurz die Seite anschauen. Also hier haben wir einfach nochmal unsere Kommode hingestellt. Ein paar Dekoartikel drauf. Hier steht diesmal kein Fernseher drauf wie davor. Und ja, und hier liegt noch so ein bisschen Gruß, wo man noch hinmachen kann hier in dem Raum. Weil unsere Bilder fehlen noch auf der Weltkarte, wenn ihr hier gerade hinten steht. Da machen wir nämlich ganz viele Pinnnadeln hin an die Stellen, wo wir schon waren oder hin wollten. Und dann hängen da meistens auch noch Bilder dran. Ja. Gehen wir in den Flur. Und hier sind wir in dem Flur von der Wohnung. Hier die Eingangstür, wo ihr gerade reingekommen seid. Ja, das ist unsere Wohnung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die kurze Roomtour. Ihr schaut bei meinen weiteren Videos rein und ciao.